Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Fusion Generation 2. Ich befinde mich hier im Fernsehturm, der von Team Galactic Rocket übernommen worden ist. Ja, es ist verwirrend, ich weiß. Die sind jetzt Team Galactic Rocket. Ein guter Name jedenfalls schon mal. Ich meine, Galactic und Rocket, das passt doch so ein bisschen. Er hat auch so ein blödes Ding. Na toll, das ist bestimmt Gift. Da habe ich nicht das richtige Pokémon vorne. Ich habe sowieso kein richtiges Pokémon gegen Gift. Ich habe nichts mit Psycho. Das ist nicht so gut. Das sollte ich vielleicht noch irgendwann mal ändern. Ah, es ist kein One-Hit. Fies, ich dachte. Warum nicht? Fies. Eiszahn. Nein. Ich dachte, ich muss keinen Surfer verschwenden. Aber Eiszahn hat halt einfach nicht getroffen. Oh nein, was... Was geht jetzt ab? So. Das war's jetzt aber. Gut. Krokov. Was ist ein Krokov? Ich weiß es nicht. Wir werden es rausfinden. Aha. Aha. Gut zu wissen. Ein gutes Pokémon. Ja, ja, ein gutes Pokémon. Ja, das war's. Du bist hier nicht willkommen. Ja, das ist mir ziemlich egal eigentlich, ne? Was glaubst du, wo du hingehst? Nach oben. Das glaube ich, dass ich da hingehe. Was hast du denn dabei? Oh, noch ein Krokov. Nein. Ich weiß gar nicht, ist das Gift vom Typ? Wenn ja, dann war das definitiv die falsche Attacke. Okay. Es scheint wahrscheinlich Unlichtgift oder sowas zu sein, weshalb ich normal effektiv bin. Das ist ja schon mal was. Alle Leveler. Wirklich alle Leveler. Was ist los mit denen? Konfusion. Hatte ich mich nicht gerade erst beschwert, dass ich keine Psycho-Attacke habe? Oh, was hau ich denn dafür raus? Ich denke, ich habe schon ein Unlicht-Pokémon, dann wird das dir dafür gehen. So, was hast du? Miauki. Ah! Ah! Haha, Miauki. Miauki, genau. Ja, aber ein One-Hit war's. Das war's für dich, mein Lieber. Ja. Guck mal, da unten gibt's was. Hat die sich gerade in dem Moment umgedreht? Was ist los mit ihr? Ich will das nicht sehen. Ich will nicht kämpfen. Habe ich jetzt doppelt geheilt? Doppelt hält besser. Oh, guck mal, ein schöner Gemeinschaftsraum. Hey. Ja, wir haben einen Eindringling. Habt ihr richtig erfasst? Das sind Breaking News. Was hast du Schönes dabei? Ein Batata. Okay, ich mag Batata. Batata ist ein gutes Pokémon. Es wird wahrscheinlich niemals landen können. Weil es keine Hinterbeine hat. Das ist traurig für Batata. Batata, das ist nicht nett von dir. Ich hoffe, du bist dir dessen bewusst. Aha. War ja klar. Batata, warum tust du das? Wenn du einfach durchkommen würdest. Nein, nein. Na dann halt nicht. Ist nicht mein Problem, wenn du dich selbst besiegst. Wenn du meinst, du müsstest zweimal hintereinander nicht treffen, kann ich auch nicht helfen. Ist das Flug? Ich weiß es nicht. Oh, sag mir nicht, dass du nur eine einzige Eisattacke hast. Und das ist eine schwache. Aber es hat... Oh. Okay, es hat gereicht. Ich nehme es zurück. Das mit dem Schwach. Das stimmte wohl nicht so ganz. Zutiet. Was ist ein Zutiet? Irgendwas mit Zubat? Ach, das ist... Ach, das. Aha. Okay, das haben wir schon mal gesehen. Es hat noch nie einer mit Konfusstrahl verfehlt. Noch nie.
Das ist nicht nett. Hör auf. Komm, du kommst da durch. Fein. Feines Pokémon. Da musstest du nicht K.O. gehen. Okay. Das kannst du nicht tun. Doch, hast du doch gesehen. Jetzt darf ich direkt wieder heilen gehen. Nur wegen der einen. Nur wegen meinem eigenen Pokémon, das sich die ganze Zeit selbst schlägt. Daran war sie ja nicht schuld. Sie wäre ja sofort weg gewesen. Was hat denn die dabei? Batata? Ich mag Batatas. Es ist ein Batikat. Okay. Die Entwicklung von Batata. Das ist doch schön. Möchte jemand einen Batikate? Es setzt Hyperzahn ein. Das war nicht cool. Der Flügelschlag ist noch weniger cool. Au. Mist, okay. Na, dann halt anders. Wann entwickelt sich das Ding eigentlich mal? Hat es vor sich... Oh. Oh. Warum ist das mein Leben? Also, das macht es mir nicht einfach, hier durchzukommen. Wenn meine Pokémon einfach mal treffen würden, ausnahmsweise, oder einfach mal nicht verwirrt werden würden, instant. Oh! Ich hasse Konfustrahl. Oh Gott. Wie kann man dann so viel Pech haben? Kann mir das mal einer erklären, warum ich die ganze Zeit nicht treffe? Schon wieder nicht! Also, das ist schon echt kacke, wenn ich innerhalb von 10 Minuten nur 4 Trainer besiegen kann, weil meine Pokémon sich die ganze Zeit selbst schlagen vor der Verwirrung. Das ist schon doch sehr frustrierend, ne? Vor allem, wenn die Dinger eigentlich One-Hit wären, wenn man sie mal treffen würde. Skunkbett. Das kann doch nur schon wieder verwirren. Oh mein... Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ne? Ich weiß es einfach nicht. Was soll ich denn... Was soll ich sagen? Außer weinen. Ich könnte weinen. Das wäre angemessen. Oh toll, jetzt denk auch noch meine Genauigkeit. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Das passiert doch nicht wirklich die ganze Zeit. Ach, wenigstens sind wir fertig. Ja, lame. Du bist lame mit deinem blöden... Eine Entwicklung. Jetzt, ich bin gespannt und ich habe etwas Angst. Noctu und Granbull. Oh je. Okay, das ist okay. Es sieht sehr glücklich aus. Das ist doch das Wichtigste. Ich bin mit der Entwicklung eigentlich ganz zufrieden, ja? Sieht nicht schlecht aus. Vielleicht sollte ich auch mal ein anderes Pokémon nach vorne setzen, dass man jemand anderes leveln kann. Das entwickelt sich wahrscheinlich eh nur durch einen Stein. Bist du mal nach vorne? Nee, vielleicht lieber das Eisding. Och, das war genau das, was ich tun wollte. Da das vom Level im Moment im wenigsten hat. Hey, ich bin Miri. So viele Treppen. Ich kann nicht mehr. Aber ich kann dich immer noch besiegen. Okay. Jeder kann mich hier besiegen mit Konfustrahl, weil meine Pokémon sich ja lieber selbst ins Gesicht schlagen. Es ist ein Weeple. Ich hoffe, das kann kein Konfustrahl. Dankeschön, Weeple. Das vergiftet mich jetzt aber instant. Ja, okay. Ich werde einfach nichts dazu sagen. Weil die Chance, dass Statuseffekte auftreten, betragen bei mir, wenn ich angegriffen werde, 100%. Was ist das?
Nein, danke. Wenigstens kann ich nicht mehr vergiftet werden. Ich bin es nämlich schon. Oh. Und jetzt macht die Vergiftungsplatte. Nee. Okay. Okay, sehr schön. Das macht schon Spaß. Das schläfert ein. Nein, weil ich werde eh nie treffen. Bei meinem Glück. Detox. Da wechsle ich mal lieber. Detox. Das sieht witzig aus. Ja, ich kann ja so viele coole Feuerattacken. Detox. Wieso? Nein, Detox, nein. Oh. Naja, besiegt. Und sogar ein Level-Up, okay. Und noch ein Level-Up, okay. Ich bin zufrieden. Fire-Spin, nee, das... Nee. Das ist nicht so stark. Ja. Ja, das war ganz toll. Ganz toll. Auch an mein Pokémon, das instant vergiftet war. Das war eine tolle Leistung. Nicht. Wir kommen echt nicht vorwärts. Das ist so gar nicht, ne? TM 24. Oh. Das ist eine gute TM. Wo ist sie denn? Da habe ich doch schon das perfekte Pokémon für. Oh, guck mal. Du kannst das lernen? Du bist ein Vogel. Warum kannst du denn sowas lernen? /95. Ich denke, wir wissen alle, was wegkommt. Ja, ja. Na, jetzt macht's vielleicht mal ein bisschen mehr Schaden. Hey, du darfst hier nicht sein. Doch, ich denke, ich darf sein, wo ich will. Sie hat ein Pokémon. Es ist ein Chito. Chito. Ein guter Name. Ich weiß nicht, was ich zu Chito sagen soll. Das hat sich transformiert in mich selbst. Okay, Chito. Oh, ist seine Geschwindigkeit gesenkt. Hör auf, das nachzumachen. Das ist nicht cool. Och, Mann. Ja, klar geht meine Attacke jetzt daneben. Mann, heute ist nicht meine Folge. Das ist schlecht. Ich werde eben mein Pokémon heilen, weil es komplett unnötig so viel Schaden bekommen hat. Eigentlich sollte ich es lieber hauen dafür. Einmal ins Lagerfeuer setzen als Strafe. Vielleicht lernt es dann. Türöffner? Ja. Keine Lust, gegen noch eine zu kämpfen. Nein, danke. So. Ihr zwei Pappnasen, geht mir mal aus dem Weg. Ich muss hier was aufmachen. Ja, geöffnet. Das ist eine Kamera. Und nicht, wie ich dachte, Selbstschussanlagen. Ich nehme mal das hier. Vielen Dank für das Münzamulett. Hi. Also, du hast es geschafft, mein Team zu besiegen. Du wärst närrisch, wenn du denkst, du könntest mich besiegen. Ich werde mich nicht von einem Kind besiegen lassen, nicht schon wieder. Meine Fusionen werden dir die wahre Macht von Team Galactic Rocket zeigen. Und du willst um Gnade winseln. Das glaube ich irgendwie nicht, aber okay, wenn er meint. Giovanni, wenn du meinst. Dramatische Musik. Nidopinch. Es ist Nidopinch. Ja, sehr schön gewonnen. Das wird sicher mal... Oh nein, das ist ein... Das wird später mal ein Libeldra mit Nidoking.
Das wird ein richtig übles Pokémon. Aber mit Eis. Schwäche. Zoruhorn. So wie Zorua. Und Rihorn. Oh. Oh, das sieht aber cool aus. Das sieht aus wie ein angemaltes Rihorn. Viel mehr ist irgendwie nicht passiert bei der Fusion. Es hat nur eine andere Lackierung bekommen. Na gut. Ach, kein Level Up. Permape. Das hört sich an, als könnte es Kampf sein. Also wechsle ich mal besser aus. Weil Unlicht und Kampf verträgt sich nicht so gut. Ach, es ist ein... Ach so. Aha. Okay. Das Mobilikat ist da. Schade, ich bin nicht schneller. Das ist jetzt, doof. Und weggeflogen. Es verschwindet halt einfach. Was sollte der Karate-Schlag? Das ist nicht nett. Reicht Flug? Ja. Einmal draufgeflogen mit Fliegen und weggeflogen. 28, okay, sehr schön. Nochmal 28. Giftstachel? Ich glaube lieber nicht. Ich glaube, das brauche ich nicht so beim Durchspielen. Drillet. Da sollte ich vielleicht wieder wechseln. Nehme ich mal an. Es ist ein gutes Pokémon. Es gibt sich Mühe. Und es kann Kratzer, okay. Ah! Ist da jemand vergiftet? Das ist aber traurig für dich. Aber du bist eh One-Hit, also war's egal. Sehr schön. Das ist noch nicht vorbei. Ja, ja. Du bist ein guter Trainer, das gebe ich zu. Aber es tut mir leid, dass ich dir sagen muss, dass du nicht gewonnen hast. Du kannst nicht gewinnen, nicht gegen meine geheime Waffe. Ich dachte nicht, dass ich sie einsetzen muss, aber du hast mir keine Wahl gelassen. Los, Hogia! Nein, das ist mein Lugia! Du hast es geklaut. Fies. Oh, es war mein Lugia. Ich hatte es gern. Und du hast es fusioniert. Ja gut, so episch sieht das dann doch nicht aus. Hahaha. Ja, das, du wirst merken, dass das mal dein eigenes Lugia war. Mach dich bereit zu verlieren. Stopp. Miri, ist das wahr? Diese Fusion gehörte mal dir? Du hast es von Miri geklaut. Du hast sie alle geklaut. Das ist richtig. Und bald werden sie wieder uns gehören. Aha, hat er hier mal die Kameras heimlich angeschaltet, damit das aufgezeichnet wird? Ich glaube schon. Hogia ist der Schlüssel, um die Fusion zurückzubekommen. Und dann werden wir alle Trainer zerstören, die versuchen, uns aufzuhalten. Verstehst du? Du kannst nicht gewinnen. Aha. Nun, das haben wir jetzt alle gesehen. Du bist dafür verantwortlich, für die Sicherheitslücke. Und du hast die TV-Station benutzt, um Propaganda zu verbreiten und uns zu manipulieren. Was sagst du? Nein. Doch, ich habe das getan. Ich habe die Kameras angeschalten, während ihr gekämpft habt. Jetzt weiß die ganze Region, was du getan hast. Du kannst die Leute von Sinnoh nicht mehr reinlegen. Ich wette, die Polizei ist schon auf dem Weg hierher. Gut gemacht, junge Frau. Nun, viel Glück. Du hattest viel Glück. Aber das ist nicht das Ende von Team Galactic Rocket. Team Galactic Aqua Magma. Was gibt's noch? Team Galactic Rocket Aqua Magma. Das ist ein guter Teamname. Wir haben es geschafft, Miri. Danke für alles. Ich werde hier bleiben, bis alles vorbei ist. Aber ich denke, du solltest jetzt in Sinnoh wieder sicher sein. Okay, Leute, ich würde aber sagen, das war's mit der heutigen Folge. Wenn ihr wissen möchtet, wie es weitergeht, dann schaltet gerne morgen wieder ein. Bis dahin, macht es gut und tschüss.